Zahlengliederung und Beträge bei ungefähren Beträgen verhält sich so wie mit der ungefähren Uhrzeit. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, ungefähr 1 Euro. Ich muss hier nichts gliedern. Ich kann aber auch, wenn ich den genauen Wert habe, dann muss ich wieder schauen, dass ich entsprechend mit Komma die Centbeträge abgrenze und dann eben auch, wenn es jetzt 30 Cent sind, entsprechend vorne die Euro-Stelle dann mit einer 0 kennzeichne. Hier vorne haben wir dann 1,30 Euro und bei sehr großen Beträgen, da macht man nach der Tausender-Stelle, also nach drei Stellen, macht man einen Punkt zur besseren Untergliederung. Hier unten sieht man noch 1.056.000 Cent. Hier hat man dann praktisch zwei Dreierblöcke und jeweils wird mit Punkt abgetrennt. Statt dem Euro kann ich auch das Euro-Symbol verwenden. Hier unten hat man auch nochmal den Hinweis, dass bei Tausendergrößen mit einem Leerzeichen abgetrennt werden soll. Bei Beträgen sind es dann Punkte. Und hier ist auch wieder die Schreibweise zu beachten. Also auch hinten raus, hinter dem Komma, die Tausenderstelle auffüllen. Das heißt, wenn wir hier jetzt nochmal einen zusätzlichen genauen Gramm Anteil hier auflisten, müsste man hier also auch nochmal das Leerzeichen setzen. Hier haben wir noch Meterangaben. Hier auch wieder so wie bei 30 Cent haben wir hier 5, also 50 Zentimeter, also 0,5 Meter oder dann halt hier entsprechend 7,51 Meter. Hier unten nochmal die Unterscheidung. 14 Wochen in der 14. Woche, also die 14. Woche, das ist eine Ordnungszahl, die schreibt man immer mit einem Punkt. Danach folgt ein Leerzeichen. Und die Zahlen bis 12 werden ausgeschrieben. Erst ab der 13 kann man praktisch die Ziffern dafür schreiben.